Ich habe letztes Mal über Instruktionssätze gesprochen und über Adressierung, wie man also an die Operanden kommt, die verschiedenen Adressierungsarten und dann insbesondere auch diesen Gedanken aufgeführt, dass man vielleicht gar nicht all die schönen Adressierungsarten braucht, um das meiste von dem problemlos zu rechnen, was wir rechnen wollen. Und dieser quantitative Ansatz, das war ja schon der Titel vom ersten Buch von Patterson und Hennessy, aber der hat sich eben durchgesetzt bei den Rechnerarchitekten. Welche Instruktionen werden häufig gebraucht und die muss man effizient implementieren. Deshalb also welche Adressierungsarten und jetzt hier welche Instruktionen. Ich möchte jetzt dann über verschiedene Sorten von Instruktionen sprechen. Da gibt es die Kontrollflussinstruktionen, also das, was Ihre Programmstruktur widerspiegelt. Da gibt es den Datentransfer, da gehören insbesondere auch die Adressierungen dazu. Dann gibt es arithmetische und logische Operationen, also addieren und das, was man sich so unter Rechnen vorstellt. Eventuell auch noch ein paar boolsche Operationen. Und dann haben wir hier noch so ein Packen nützliche Sachen, die Vektorbefehle. Wir werden in dieser Vorlesung nicht intensiv über Vektoreinheiten sprechen. Da gibt es nochmal andere Vorlesungen, Parallelrechner. Beziehungsweise in der Multimedia spreche ich gerne über solche Vektorinstruktionen und dann noch so Spezialinstruktionen, mit denen man zwei Sachen gleichzeitig machen kann, nämlich die Multiplikation und die Addition. Dazu möchte ich Ihnen nur eigentlich reicht es, wenn man ein Symbol hinmalt, nämlich das hier. Und das ist der Grund, a i x hoch, dann sagen wir mal n minus i von i gleich 0 bis n oder sowas. Und dann sehen Sie schon, wenn Sie das hier durchführen müssen, dann müssen Sie n-Multiplikationen durchführen und n-Multiplikationen durchführen und n-1-Additionen. Und wenn wir, und natürlich noch Schleife, ne? Um das als Programm zu schreiben, brauchen wir ein Stück Schleife. Dann zwischendrin steht dann sowas wie die a an der Stelle i, irgendwelche Koeffizienten, mal x an der Stelle n minus i und darum schleifen wir 512 Mal oder was Ähnliches. Das hier ist ein digitales Filter zum Beispiel. Da würden, naja, es werden zwei Vektoren miteinander multipliziert. Aber auch wenn wir eine Matrix mit einem Vektor multiplizieren, dann lassen wir das eben noch dann Anzahl der Zeilen von der Matrix oft laufen, dieses Ding. Und wenn wir zwei Matrizen miteinander multiplizieren, dann eben jeweils die Anzahl Zeilen in der Matrix mit der ersten Spalte, die Anzahl Zeilen in der Matrix mit der zweiten Spalte. Und überall stehen diese Summen drin. Und am Ende haben wir das dann m mal n mal ausgeführt. Und Sie sehen, das ist ein wichtiger algorithmischer Kern. Und die Multiply-Accumulate-Instruktion, wenn wir so eine hätten, würde es die Anzahl Floating-Point-Operationen hier drin oder auch generell Rechenoperationen hier drin einfach halbieren, wenn wir Multiply und Accumulate auf einmal können. Deshalb steht die auch hier so prominent extra noch da. Das ist durchaus eine interessante. Wir wollen rechnen können, ja, Floating Point, Integer natürlich. Manche Architekturen haben auch noch Instruktionen für Rechnen mit Decimal wird das genannt, für Zahlen mit zwei Nachkommastellen und korrekter Rundung, da geht es um Buchhaltung und sowas. Und Stringverarbeitung interessieren uns. Zum Kontrollfluss gehört auch, ja, so leicht separat, ist aber ein bisschen extra aufgeschrieben, die Systemaufrufe. Und ich habe jetzt hier mal, auch aus der Literatur, die Zahlen genommen gehabt, SPECINT 92, wenn man das mal auf den x86 laufen lässt, diese Benchmark-Suite, dann stecken da 22% Load-Instruktionen drin für die Intel-Architektur.
also x86er Architektur. 22% sind Instruktionen Loads, Conditional Branches 20%, Compare 16%, Store 12%, also Load und Store zusammen, sind wir schon bei 34% aller Instruktionen. Und dann noch die Conditional Branches und die Vergleicherei. Ne? Und naja, solche Spec-Ins und so weiter, die haben ja gerade irgendwelche Schleifen, die sie laufen lassen. Sie müssen aber irgendwelche Sachverhalte häufiger mal drüber, um überhaupt messen. Zeit zu kommen, die sie dann durch ein paar Millionen dividieren können, um auf die Geschwindigkeitsberechnung durchzuführen, auf vernünftige Zahlen zu kommen. Das Addieren und Subtrahieren, das ist dann schon alles irgendwie viel weniger. Das Move Register Register, naja, das könnte man auch noch zu dem Load Install irgendwie dazu rechnen. Man kann es aber auch zu sowas wie dem Addieren dazu rechnen, das werden wir dann sehen. Also, die Instruktionen, die wir schnell kriegen sollten, sinnvollerweise, Load, Store, diese Conditional Branches auf jeden Fall vergleichen und dann vielleicht hier noch ein bisschen Arithmetik. Aber hier beim Call und beim Return müssen wir uns vielleicht schon nicht mehr so sehr anstrengen. Können wir noch drüber reden. Ja, wenn man sich das überlegt, wo kommen jetzt die einzelnen solche typischen Instruktionen her? Naja, aus Programmiersprachenkonstrukten. Wenn Sie hier das programmieren wollen, dann haben Sie eine Vorschleife drumherum. Und eine Vorschleife bedeutet, wir haben einen Index, den zählen wir eins nach jedes Mal, wenn wir unsere Rechnung gemacht haben, eins runter, vergleichen, ob wir nochmal ausführen müssen, Vergleich und springen nach oben. Also solche Conditional Jumps. Lokale Verzweigungen. Das kommt aus den If-Then-Else raus und das kommt aus den Schleifen raus. Typischerweise springen die gar nicht so weit, wenn Sie an Ihre Schleifen denken. Die sind meistens nicht über 500 Zeilen Programm, sondern die sind meistens, also die 1000 Mal laufen lassen, sondern die sind meistens 5 Zeilen, 10 Zeilen Programm. Und das ist auch schon mal übersetzt in ein paar Bytes. Wir brauchen natürlich, wenn wir halbwegs einfaches Leben haben wollen, Sprünge über größere Distanzen auch noch. Hier vielleicht ein normaler Sprung, hier einen Sprung zurück, anders geschrieben vielleicht so, Jump and Return oder sowas. Das werden wir uns alles noch, die Varianten dafür, wie man das vernünftig machen kann, anschauen. Aber das hier ist schon eine wichtige Tabelle und das ist jetzt hier noch der, die x86er Instruktionen. Auch da schon sehen wir diese Verteilung, dass das meiste, ja, Verwaltung und Gespringe ist und Ranschaffen und Wegschreiben von Daten. Bei solchen bedingten Verzweigungen, da wird meistens ein Condition Code angeschaut. Das mit dem Condition Code, das muss ich kurz noch erklären. In solchen Prozessoren, so wie wir sie da auch haben. Ja, in der MIMA gab es auch ein bisschen sowas, da hat man gesagt, aus Einfachheitsgründen, das ist das vorderste Bit vom Akkumulator. Wenn das 1 ist, ist die Zahl negativ, sonst ist die Zahl positiv. Man kann, das machen die meisten Architekturen, wenn man was aus dem Speicher lädt, ein paar Flags gleichsetzen. Zum Beispiel, ist das eine negative Zahl oder sind alle Bits 0? Und das sind zwei wichtige Flags. Wenn das negativ gesetzt ist, dann ist die Zahl eben negativ. Wenn das negativ nicht gesetzt ist und das 0-Flag nicht gesetzt ist, dass alle Bits 0 sind, dann wissen wir, dass die Zahl positiv ist, größer als 0. Also durch das Auswerten von diesen zwei Bits alleine kann man schon eine ganze Menge von solchen Entscheidungen, größer gleich 0, kleiner gleich 0, größer 0, kleiner 0, schon ganz gut hinkriegen. Ne? Und auch ist gleich 0, den Test auf Gleichheit, ob es 0 ist, kann man schon ganz gut hinkriegen. Diese Condition Codes, die werden gesetzt, zum Beispiel bei Load-Instruktionen und zum Beispiel bei Recheninstruktionen. Das Resultat wird angeguckt nach einer Addition, ist es 0 oder nicht. Nach einer Subtraktion, nach einer Multiplikation. Und diese bedingten Verzweigungen, die gucken diese Condition Codes an. Von der ALU gesetzt beim Laden gesetzt. Da gibt es zum Beispiel das Zero Flag, da gibt es das Negative Flag, da gibt es das Carry und das Borrow Flag. Das passiert natürlich nur
bei der Arithmetik, ein Überlauf oder ein Unterlauf. Mit dem Compare-Befehl kann man es explizit machen. Da kann man so ein Register nehmen und das ist ja ein globaler Status vom Prozessor. Wenn man jetzt ein spezielles Register angucken muss, dann braucht man vielleicht noch einen Compare-Befehl. Weitere Sprünge, ich habe jetzt, also das sind die bedingten Verzweigungen und die sind gerade bei solchen Schleifen zu finden. Die Prozeduraufrufe, da wollen wir hinspringen und das hier steht für Jump and Link. Was dieses Link bedeutet, das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, ebenso auf dem Stack die Rückkehradresse, also die Adresse, von wo wir wegspringen, hinschreiben, auf dem Stack versorgen und hier noch eine andere Variante davon. Lokal ist das meistens mit einem mittleren Displacement. Also das können Sie sich auch überlegen in Ihren Programmen. Das wird nicht nur um 100 oder 200 Byte gesprungen, sondern wahrscheinlich um ein paar hundert Byte gesprungen. Ja, wenn Sie sich Ihr Programm so angucken, da haben wir hier eine Funktion, hier eine Funktion, hier eine Funktion, hier eine Funktion. Wenn wir uns überlegen, zu was das übersetzt wird, dann geht es vielleicht ein paar Kilobyte hin oder her. Also ein Displacement von 10 Bit, 12 Bit, vielleicht auch mal 16 Bit. Weiter entfernt ist es eigentlich seltener, nur für das sind dann keine Funktionsaufrufe mehr im eigenen Programm, sondern irgendwelche anderen Module ins Betriebssystem oder so bei DLLs Tabellen basiert. Und dann gibt es natürlich noch den Return, um von einem Interrupt, Entschuldigung, nicht von einem Interrupt, von so einem Funktionsaufruf zurückzukommen. Eine Zeit lang hat man in solche Funktionsaufrufbefehle auch noch das Retten von Registern eingebaut. Das macht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Register müssen selber gerettet werden. Und da gibt es, das ist architekturabhängig, hängt aber auch mit Programmiersprachen zusammen, so Konventionen, welche Register denn für was benutzt werden, welche in der Regel gerettet werden sollen für ihre Funktion oder nicht. Aber der Compiler weiß es natürlich auch. Bei Ihrem Programm. Wo es der Compiler nicht weiß, ist, wenn man ins System reinspringt oder vom System zurückkommt. Deshalb braucht es ja noch Konventionen. Man will ja nicht alle 32 Register sichern, sondern man will vielleicht 4 oder 5 oder sowas sichern. Vielleicht R0 bis R4 oder R1 bis R5 oder sowas. Hier habe ich noch eine Tabelle, die ist auch noch ganz interessant. Man nehme wieder typische Programme und lass die mal ausführen und zähle Befehle, welche von Sprüngen werden ausgeführt. Die Conditional Branches, wenn wir Programme haben, die sich um Integer kümmern, sind die Branches etwas über 80% in diesen Integer-Programmen Conditional und 85 oder 87% in Programmen, die Float rechnen. Na gut, Float, da geht es eben um Matrizen, da geht es eben um sowas. Jumps gibt es eigentlich ganz selten. Sie sehen hier in der Größenordnung von ein paar Prozent und die Call Returns, nein, in der Größenordnung von 10%. Funktionsaufrufe, ja, sonstiges und if then else beziehungsweise Laufschleifen. Das, was man eigentlich erwarten würde, na, das stimmt auch, das kann man in solchen Statistiken dann sehen. Bei den arithmetischen Befehlen, da können wir jetzt auch ein bisschen flinker drüber hinweggehen, bei der Integer-Arithmetik, die hier, wobei das ein Befehl ist, der naja, eigentlich auch selten genug vorkommt in irgendwelchen Programmen. Wenn Sie nochmal sich daran erinnern, ja, wann man denn mal in einem Programm eine Division hinschreibt, meistens ist es auch noch durch 2 oder durch 4 oder sowas. Und eine Division durch 2 oder durch 4 oder durch 8 oder 16 ersetzt der Compiler durch ein Shift. Zumindest bei Integers. Dann gibt es hier noch ein bisschen und oder, vergleichen. Bitfeldoperationen passieren selten genug. Die fallen einem im Programm auch auf, wenn man damit arbeitet im C-Programm. Floating Point. Das ist klassisch eigentlich, sind Floating-Point-Instruktionen mit so einer Art Co-Prozessor-Konzept erledigt. Der Programmierer, zumindest der Assembler-Programmierer und der Compiler ist sich bewusst, dass sie da jetzt was anderes machen, dass sie andere Befehle generieren müssen und diese anderen Befehle werden auch von einer besonderen Hardware ausgeführt,
eben nicht der normalen, der Integer-ALU, sondern eine Floating-Point-ALU oder vielleicht mehreren Floating-Point-ALUs. Häufig gibt es dann auch eigene Floating-Point-Register dafür, gerade in 32-Bit-Architekturen. Wenn die Double rechnen, braucht man ja 64-Bit-Register. Also für Double-Floats werden häufig auch separate Register vorgehalten. Und dann muss man eben vom Speicher in diese anderen Register laden. Die Aufgabe bei diesem Coprozessor-Konzept ist, also die Sonderhardware, die addieren und subtrahieren und vergleichen und multiplizieren und dividieren kann im Floating-Point-Prozessor, kann nicht selber Adressen oder sowas generieren, sondern dazu braucht es den Prozessor auch für Interrupts und all diese Sachen. Ja, über das Format von Floats haben wir ja schon gesprochen. Dann gibt es noch ein bisschen mehr, was man in so einem Prozessor so braucht. Management, so Interrupt-Sperren setzen, Versionsabfrage, dass die Flags des Prozessor-Status-Worts sich beschaffen und sichern, Instruktionen zum verteilten Programmieren, Test und Set, das wollen wir hier nicht diskutieren. Und was passiert bei Interrupts? Also wenn ein Netzwerkpaket ankommt oder wenn die Festplatte fertig ist, dann löst die einen Interrupt aus an einem Hardware-Pin vom Prozessor und dann muss die irgendwie darauf reagiert werden, auf diesen Anführungszeichen Sonderfall. Bei den Datentransfers, Load- und Store-Instruktionen, beziehungsweise das Move bei den Intel-Prozessoren, da liegt der Schwerpunkt auf der Adressierung. Man muss also irgendwie angeben, welches Register jetzt gemeint ist. Und wenn wir 32 Register haben, dass wir unsere Daten laden wollen aus dem Speicher, dann brauchen wir 5 Bit in der Instruktion, um das Register angeben zu können. Für die Speicheradresse müssen wir dann sagen, in der Instruktion, das ist jetzt relativ zum Register R3, da brauchen wir also auch wieder 5 Bit, wenn wir 32 haben. Und dann müssen wir noch den Offset angeben, über den wir gesprochen haben. Ob es einen Offset gibt oder ob der 0 ist, der Offset und so weiter. Das müssen wir dann auch noch im konkreten Fall angucken gleich. Wieder hier, man nehme sich irgendein Spec-Int und schaue mal, wie häufig das zum Beispiel hier beim MIPS-Prozessor Load- und Store-Instruktionen vorkommen. Da haben wir hier die Loads, Sie sehen viel mehr als der Rest. Und das, die Farben, die stehen hier für verschiedene Programme, mit denen diese Tests gemacht worden sind. Sie sehen hier den GNUZIP und den GCC und noch ein paar andere. Dann haben wir hier die Store-Instruktionen, dann haben wir hier Addieren, Subtrahieren. Das ist sowas wie diese Tabelle, die ich am Anfang für die Intels hatte. Hier Branch-Instruktionen, AND, OR, XOR, alle mal zusammen. Load Immediate passiert gar nicht so häufig und Call Return auch nicht. Aber den wesentlichen Punkt habe ich ja, glaube ich, schon ganz am Anfang erzählt, als ich über die, hier heute am Anfang erzählt, als ich mit Ihnen diese Tabelle besprochen habe. So, jetzt müssen wir uns darum kümmern, wie wir Befehle kodieren. Und jetzt werden wir dann gleich auch noch die Kosten der Flexibilität bzw. die Kosten von Adressierungsarten kennenlernen. Also in so einem Befehl, da muss einerseits drinstehen, was ist das eigentlich für ein Befehl? Addieren, Load, Store, das haben wir ja schon bei der MIMA angeguckt, da hatten wir 4-Bit und diesen Erweiterungsmechanismus auf 8-Bit. Ich hoffe, dass Sie sich erinnern, ich blätter jetzt aber auch nicht zurück. Und dann müssen wir noch angeben, welche Register sind denn gemeint? Bei unserer MIMA war immer implizit der Akkumulator gemeint und wir hatten dann noch eine Adresse im Speicher. Und für diese Adresse, und da ging jetzt ein bisschen bei der MIMA das Gewurstel los, da konnten wir, das hat uns halt eingeschränkt, diese Adressen. Wir konnten nur 28-Bit-Adressen haben, weil wir ja vorne 4-Bit für den Opcode in Anführungszeichen verloren haben. Wir hätten jetzt auch sagen können, wir nehmen 32-Bit, hätten wir 36-Bit-Befehlsformat gebraucht. Und das ist wieder was wir bei unserem 32-Bit-Bus nicht drüber bringen. Wenn wir dann einen 36-Bit-Bus gemacht hätten, hätten wir trotzdem nur 32-Bit adressieren können. Das wäre dann auch wieder so, jetzt fehlt uns wieder was gewesen. Also, das war
Wir haben es halt so gemacht, damit es einfach ist, aber schön ist anders. Also wir müssen in Befehl auch noch Adressen reinpacken und Immediates reinpacken. Immediates, das hatten wir auch, load constant. Hm? Die war eigentlich auch nur 28 Bit lang, die Konstante. Was bedeutet, dass wir eine negative Zahl erstmal nicht als Konstante haben konnten. Beim MIMA-Programmieren. Das war auch gleich wieder ein bisschen störend. Oder man muss irgendwelche Hilfsmaßnahmen da machen. Über Hilfsmaßnahmen sprechen wir dann gleich dann auch noch. Oder ein bisschen später auch noch. Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Codierung der Befehle ist, wir wollen natürlich einen einigermaßen kompakten Code erzeugen. Die Programme sollen ja nicht so viele Bytes im Speicher benutzen. Den Speicher, den muss sich ja das Programm und die Daten teilen. Und wenn wir unser Programm kompakter codieren können, dann brauchen wir nicht so viel Bytes im Speicher und haben mehr Platz für Variablen. Außerdem, wenn wir es kompakt speichern, können wir es schnell laden, den Befehl. Wenn der Befehl ein Wort lang ist, 32 Bit, dann haben wir es in einem Transfer über den Bus. Wenn wir 64 Bit laden müssen pro Befehl, also zwei Worte hintereinander, dauert es entsprechend länger. Dann wäre ja zweimal den Bus belegen müssen. Das wäre ja auch wieder hässlich. Kompakt soll es sein, aber wir brauchen eben den Platz für Adressen und Immediates genug. Es soll einfach dekodierbar sein. Die MIMA war einfach dekodierbar. Wir gucken einfach 4 Bits an und wissen Bescheid. So einfach wird es vielleicht nicht ewig weitergehen. Und die Compiler sollen es halbwegs vernünftig erzeugen können, die Instruktionen. Da gibt es zunächst mal also in jeder Instruktion einen Opcode. Ja, zum Beispiel hier vorne. Das soll ein Add Long sein, und zwar mit drei Operanden. Quelle 1, Quelle 2 und Ziel. Da steht also hier vorne in irgendwelchen Bits, mehr oder weniger Bits, steht drin, dass das ein Add Long 3 sein soll. Und danach brauchen wir noch die Operanden, ja, Adressierungsmodus. Hier haben wir den ersten Operanden, und so wie das bei diesem speziellen Instruktionssatz gemacht ist, gibt es dann erstmal ein paar Bit, die spezifizieren, wo der Operand jetzt herkommt. Und hier würde dann drinstehen, dieser Operand kommt aus einem Register und hinten dran gleich die Registernummer. Das wäre also dann das rosa Feld. Danach kommt der Operand, der kommt aus dem Speicher. Und zwar zeigt das R2 auf den, und das hier hinten dran ist der Offset. Wir brauchen also hier vorne noch irgendwelche Bits, die sagen, das ist jetzt Register indirekt mit Offset. Und hier hinten stehen ein paar Bits, die sagen, das ist Register indirekt ohne Offset. Und dann kommt hier die Registerspezifikation. Wir brauchen also hier ein paar Bit fürs Register, ein paar Bit zu sagen, was für eine Adressierungsart. Hier ein paar Bit für Register, ein paar Bit, was für eine Adressierungsart. Und hier hinten mehr Bits, mindestens 16, für das Displacement. Und wenn wir jetzt mal nachzählen, dann sind das hier, sagen wir mal, das kriegen wir in Byte rein, das kriegen wir in 6 Bit rein, hier nochmal 6 Bit plus 16 Bit und hier vielleicht nochmal 6 Bit, ach, jetzt habe ich die Übersicht verloren, 18, 24, ja, nee, na, sagen wir mal, 26 plus diese 16 hier, sind wir bei 42 Bit, das ist Zufall, 42 Bit, da brauchen wir also 6 Byte dafür. Aber wenn wir das erste Byte hier angucken, wissen wir noch nicht, wie viel da hinten noch kommt. Das müssen wir dann hier herausfinden, jeweils individuell, wie viel da noch kommt, wenn wir so eine Instruktion machen würden. Und tatsächlich gab es Architekturen, das hier ist, so würde es die WEX machen. Die könnte übrigens hier auch noch so ein langes Feld haben, mit Offset und Register relativ und hier auch nochmal. Dann ist die Instruktion eben vielleicht noch länger. Also sowas gibt es durchaus. Heutzutage würde man das nicht mehr konstruieren, aber man hat.
Und es gibt eine Architektur, die ist immer noch ähnlich kompliziert, und das sind die Intel-Prozessoren. Und die gibt es ja immer noch, und die treiben ja fast alle Laptops und Desktops an. Schön wäre es, wenn die Instruktion in ein Wort passt, dann weiß man mindestens vorher, was man holt. Allerdings hat man dann bei vielen Befehlen Bits verschenkt. Codedichte sinkt. Hier ist die Codedichte natürlich höher. Insbesondere wenn man hier den blauen angibt. Wir haben Register Indirect with Displacement, und das ist ein 16-Bit-Displacement. Wir könnten ja auch sagen, wir haben 32-Bit-Displacement. Dann müsste man hier noch ein paar Bytes mehr investieren. Also das ist vielleicht effizienter, braucht weniger Speicher, aber dafür muss man eben erstmal einen Teil laden, um zu wissen, ob man noch mehr laden muss, bis der Befehl komplett ist. Das ist auch wieder hässlich. Wir haben hier an dieser Stelle, habe ich gesagt, die Verteilung unserer Befehle, Load, Stores, Addieren und so weiter, so ist sie ungefähr. Es gibt ein, ja, das muss man auch namentlich erwähnen, es wird Gesetz genannt, aber es ist natürlich eigentlich eher eine Überlegung, eine Formel. Und das ist von Gene Amdahl. Der Gene Amdahl, der war Computerarchitekt bei IBM. Und ja, dort und dann später hat er über effiziente Prozessoren nachgedacht. Tatsächlich hat er effiziente Prozessoren gebaut für diese IBM 370 Architektur, erst bei IBM selber, und dann hat er aber da irgendwo seine Ideen wohl nicht gut genug weiter verwirklicht worden, aufgegriffen worden, hat er eine eigene Firma gegründet, Amdahl. Und die haben kompatible IBM-Rechner hergestellt. Da konnte man schon früher ganz viel Geld dran verdienen, und das hat diese Firma auch eine Zeit lang gemacht. Kompatibel, also deren Motto war, oder die Werbung, wenn Sie wollen, kompatibel, aber einfach doppelt so schnell. Fürs gleiche Geld. So die Größenordnung. Und der Ansatz von Gene Amdahl, den findet man immer wieder, auch in der Literatur. Der Speed-Up, also mein Computer, ich verbessere Instruktionen, ich implementiere ein paar Instruktionen effizienter. Was kommt raus an Beschleunigung? Das ist eben 1 durch 1 minus den schnelleren Anteil plus der schnellere Anteil durch die Beschleunigung. Also das bleibt hier der Anteil, den man nicht bearbeitet. Der bleibt hier einfach so konstant stehen. Und hier haben wir dann einen Bruch, schnellerer Anteil durch den Beschleunigungsfaktor. Nehmen wir mal also an, ich packe mir die 90% der Instruktionen, die am häufigsten ausgeführt werden. Also zum Beispiel das hier packe ich mir an und das hier und das hier. Und den Rest betrachte ich jetzt mal nicht. Ja, vielleicht auch noch die Branches. Also ich nehme mir einfach hier die 1, 2, 3, 4 dicksten Balken raus, den hier auch noch. Und das hier und das hier und das hier, das ignoriere ich jetzt mal. Da mache ich nichts schneller. Weil die aber eben nicht so häufig ausgeführt werden, machen wir dann also 10% der Instruktionen lassen wir, wie sie sind. Und das hier beschleunigen wir. Und zwar, jetzt nehmen wir mal den Faktor 10. Das ist vielleicht ein bisschen üppig, aber nehmen wir es einfach mal, um zu gucken, was rauskommt. Und wenn wir dann hier das hier ausrechnen, da kommen wir auf dividiert durch 0,19, dann haben wir einen Speedup von 5. Also 90% der Instruktionen 10-mal so schnell zu machen, dann kommen wir auf diesen so einen Speedup. Und wenn Sie die Formel andersrum nehmen, wir machen nur 10% der Instruktionen 10-mal so schnell und die anderen 90%, von denen lassen wir die Finger weg, dann ist der Speedup entsprechend mickrig. Hier kann man auch nochmal, gibt es so ein Applet, kann man es auch nochmal einfach ein bisschen ausprobieren, wenn Sie wollen. Ich habe den Link das letzte Mal irgendwie vor 2-3 Monaten getestet. Ja, die Anzahl, wie lange, CPU-Zeit, wie lange braucht unser Programm, die Anzahl Instruktionen mal die Zeit, die wir pro Zyklus brauchen, mal die Zyklen pro Befehl. Ja, Anzahl Instruktionen, das sind ja die Befehle, und Zyklen pro Befehl. Schön ist es natürlich, wenn hier ein Einser steht.
Und wenn das hier möglichst klein wird, Zeit pro Zyklus, ja, dann läuft unser Programm schnell. An der Anzahl der Instruktionen können wir wenig machen, am Takt können wir ein bisschen machen, Zyklus pro Befehl, da ist die Kunst des Rechnerarchitekten. Vielleicht bringt es sogar, wenn wir ein paar mehr, mehr Instruktionen haben, 10% mehr Instruktionen, wenn wir dann die Instruktionen doppelt so schnell ausführen können. Die Lehre, die man hier draus zieht, ist: Make the common case fast. Das ist auch der Spruch vom GM da. Also lass uns das hier, das hier, das hier und das hier schnell machen. Dann gibt es ein Speed-up. Hier kann man sich tagelang drum kümmern und der Speed-up wird klein werden. Vielleicht lohnt es sich gar nicht, da überhaupt zu investieren. Und jetzt komme ich zu dieser Beispielarchitektur. Die DLX-Architektur, die kommt in praktisch jeder Rechnerarchitektur-Vorlesung vor. Meine ist da auch nicht anders. Die DLX-Architektur, das ist angelehnt an die MIPS von John Hennessy, von diesem Buch, das ich auch immer wieder hier zitiere. Die MIPS-Architektur, die gab es dann auch, wir werden noch später noch mal kurz drauf kommen, ganz kurz. Die wurde dann auch kommerzialisiert, der hat eine Firma gegründet, die hieß dann auch MIPS. Und die hat er irgendwann verkauft, aber da gibt es hunderte von Millionen Prozessoren, die da draußen sind von MIPS, in Autos drin, in Spielekonsolen, in Laserdruckern, aber auch, es gab auch Arbeitsplatzrechner damit, die Silicon Graphics Maschinen. Diese DLX-Architektur ist eine Load-Store-Architektur, das heißt, unsere Rechenbefehle, Add, Sub und so weiter, die können nur zwei Register miteinander verknüpfen und in ein weiteres Register ablegen. Was die nicht können, ist was aus dem Speicher holen und gleich damit rechnen. Dazu braucht es Load-Befehle und Store, um wegzuschreiben. Ja, eine 32-Bit-Architektur, Big Endian, Integers 8, 16, 32-Bit. Die Adressierung, immer indirekt und in jedes Mal im Befehl steht auch beim Load, beim Store, ein 16-Bit-Displacement drin. Also wir haben diese Form, wie hier beim mittleren Operanden, relativ zu einem Register und dann noch ein Offset dazu. Der Offset kann 16-Bit groß sein. Es gibt Immediates, die haben aber auch nur 16-Bit. Also damit kommt man effizient nur an den untersten 64 Kilobyte vom Adressraum ran. Die Architektur hat auch gleich 32 Floating Point Register, A32-Bit, also 32 Single Precision Floats, beziehungsweise 16 Double Precision Floats. Sie können jeweils zwei Floating Point Register für einen Double zusammen behandeln. Die Instruktionen, die sind so kodiert wie hier. Jeder Befehl ist 32-Bit lang und fertig. Das heißt, die Einheit, die Befehle lädt, weiß, ich hole 32-Bit, dann habe ich den nächsten Befehl, Fall erledigt und weitermachen. Da stecken vorne 6-Bit für den Opcode drin. Und da ist dann auch schon klar, es ist indirekt mit 16-Bit Displacement oder es ist immediate. Die Immediate-Befehle sind Load und Store und hier so Conditional Branch, Jump und so weiter. Also da haben wir hier Opcode, dann haben wir hier einen Source-Register, also zum Beispiel das R2, auf das Immediate drauf addiert wird und das geht ins Destination-Register. Zusammenzählen, 6 plus 5 plus 5 macht 16, plus 16 macht 32-Bit, da muss es reinpassen. Und hier an den 5-Bit, hier für die Registerspezifikation, sehen wir auch, es sind 32 Register. Übrigens, die 32 Register, das R0 steht immer fest auf 0. Also in das R0 können Sie reinschreiben, was Sie wollen, laden, steht hinterher trotzdem 0 drin. Ist auf 0 fest verkabelt, verdrahtet. Eigentlich hat die Maschine nur 31 Register und das R0 ist eben 0. Aber das wird sogar noch ganz nützlich.
das sehen wir dann. Ja, dieses Format eben für diese Befehle. Dann gibt es noch den Registerbefehl, 6 Bit wieder hier, und das heißt, ich bin ein Registerbefehl hier vorne drin. Ich nehme das Register, verknüpfe es mit dem und schreibe es ins das hier rein, in das Register rein. Und wie verknüpfe ich das 11 Bit für die Funktion? Eine Funktion ist addieren, eine Funktion ist subtrahieren, eine Funktion ist ein AND, eine Funktion ist ein XOR und so weiter. Meine 11, damit gingen jetzt 2000 unterschiedliche Funktionen, die werden natürlich nicht ausgenutzt, sondern es sind nur ein paar weniger. Und dann gibt es noch den Jump, nicht den Conditional Branch. Der Conditional Branch ist der hier oben. Da gibt es noch den Jump und das ist ein Offset für den Program Counter. Die ersten 6 Bit immer konstant. 6 Bit anschauen, jetzt wissen wir, welche Befehle es ist. 6 Bit bedeutet 64 unterschiedliche Befehle. Aber hier, meine, die Arithmetikbefehle, da stecken ja ganz viele in einem einzigen drin, weil es hier hinten noch das Funktionsfeld gibt mit der Spezifikation, ob es eine Addition oder eine Subtraktion ist. Also all der arithmetische Kram versteckt sich hinter einer einzigen Instruktion. Das bedeutet natürlich auch, dass man nicht absolut durch den ganzen Adressraum kommt. Der Adressraum ist ja 2 hoch 32. Die können aber nur 26 Bit adressieren. Da hilft sich der Compiler eventuell mit Sprunginseln. Das heißt, wenn wir immer nur so weit kommen, dass der ganze Adressraum ist, dann müssen wir eben von hier nach da springen. Da steht dann wieder ein Sprung hier hin und da steht ein Sprung hier hin und da steht ein Sprung hier hin und so weiter. Wir können ja 26 Bit relativ springen. Also nur so, wie man sich dann hilft. In dem seltenen Fall, dass man wirklich mal von da nach da im Adressraum wirklich springen muss. Jetzt stehen hier diese Befehle und wir sprechen gleich drüber. In Übungen werden natürlich auch noch benutzt. Der Daten, also so ein Load zwischen Registern und Speicher. Load Byte unsigned und Store Byte. Load Half Word unsigned, Store Half Word. Signed und unsigned ist ein Unterschied bei der Behandlung dessen, was geladen wird, ob dann eine Sign Extension gemacht wird oder nicht. Und eine Sign Extension wird gemacht, wenn das vorderste Bit 1 ist, dann ist das ja wohl eine negative 16-Bit-Zahl und dann wird eine negative 32-Bit-Zahl draus gemacht. Das ist für das Signed. Es gibt aber auch eben diesen Unsigned-Modus. Load Word, Store Word, 32-Bit aus dem Speicher ab ins Integer-Register. Load Floating Point ins Floating Point Register, Load Double, Store Single Precision Floating Point, Store Double Precision Floating Point, und hier mit diesen Moves kann man noch Floating Point Register in andere Register schaffen. Und hier kann man General Purpose Register in Spezialregister schaffen. Das hier braucht man auch noch, um Floating Point Register in die Integer Unit zu kriegen. Und rückwärts, ich meine, diese Befehle stehen wegen der Vollständigkeit da. Da brauchen wir jetzt gar nicht so lange dran herumzuarbeiten. Das, was viel verwendet wird, sind diese hier vorne: Word, Half Word, Byte und hier eventuell die Floating Point Zahlen laden. Die Befehle ganz regulär, drei Adressen, also Load Word. Wir wollen, jetzt können wir uns hier in dieses Befehlsformat da reinschauen, wir wollen ins Register R3 laden und Offset 1024, Register R2 indirekt. Wir nehmen das R2, addieren 1024, das ist unsere Adresse, mit der wir gehen in den Speicher. Der Speicher liefert 32 Bit zurück, die stehen hinterher hier drin.
das ist unser Butter und Brot in diesem Instruktionssatz zusammen mit diesem Speichern, beziehungsweise Half-Words, beziehungsweise Bytes. Wobei aus dem Speicher immer 32 Bit geholt werden über den Bus und der Prozessor sich dann da einen Byte rausholt oder das halbe Wort rausholt. Die arithmetischen Befehle, naja, add, add unsigned, mit immediates, subtrahieren, multiplizieren, und oder load high immediate, also das, was hinten drin steht, die 16 diese hier in ein Register schaffen und hier unten noch Shift-Instruktionen. Das ist ja auch irgendwelche Funktionscodes. Sie sehen, es kommen eine ganze Menge zusammen. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und dann kommen noch die ganzen Opcodes hier rein. Ganzen Condition Codes hier rein, Entschuldigung, nicht Opcodes, sondern Condition Codes. Aber das können wir ja alles hier hinten in dieses Funktionsfeld mit 2048 verschiedenen Werten reinkodieren. Also da ist genügend Platz. Und dann gibt es noch die Instruktionen für den Kontrollfluss. Also branch equal, branch not equal 0. Branch equal 0, branch not equal 0. Und das ist sowas, womit wir halt die Abfrage am Ende der Schleife machen. Hier das Floating Point Register testen und relativ springen. Wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir nicht durch 0 dividieren bei den Floats und solche Sachen. Der Jump, wie gesagt, mit 26-Bit Offset vom Programmzähler oder das Ziel steht in einem Register drin. 26-Bit Offset zum Programmzähler dazu, plus oder minus. Oder wir schreiben hier, wo es hin soll, in so einer Registerspezifikation. Jump and Link bedeutet, dass ins Register 31 die Adresse vom nächsten Befehl reinkommt. Dann wird also gesprungen und die Adresse vom Befehl nach dem Sprung kommt ins Register 31. Jetzt muss die Funktion, die angesprungen worden ist, dafür sorgen, dass dieses Register 31 gerettet wird, irgendwo zum Beispiel auf dem Stack oder auch nicht. Wenn die Funktion nicht rekursiv aufgerufen wird, sondern nur genau einmal aufgerufen wird, kann sie sich das Retten auch sparen. Man darf halt das Register 31 nicht kaputt machen. Und das geht auch wieder PC-relativ, so wie der hier mit dem Offset oder aus einem besonderen Register aus, vom Register 27 aus. Da können wir ja die Zieladresse drin haben bei so DLLs oder so ähnlich. Da wird das meistens registerrelativ gesprungen. Ein Trap, das ist ein Mechanismus, um ins Betriebssystem zu kommen. Da kann man dann eventuell auch noch rechte Änderungen dahinter verstecken, wenn man das haben möchte. Aber das ist so ein Standardmechanismus, mit dem man Betriebssystemfunktionen wie eine Funktion aufrufen kann. Und hier Return from Exception, das ist das Gegenteil von dem Trap hier. Ich habe jetzt hier auch aus dem Buch von Patterson und Hennessy einen Vergleich, eine Gegenüberstellung von so einer völlig orthogonalen Architektur wie der VEX-Architektur, wo also ein Additionsbefehl gleich auch aus dem Speicher laden kann, mit der DLX hier aufgeschrieben. Da. Das ist auch aus diesem Buch da. Und man nehme wieder so einen sein Benchmark und dann zähle man, welche Instruktionen ausgeführt werden und man simuliere einmal,
also dieses, wie viel Zeit geht denn jetzt drauf, also mit dem theoretischen Takt? Wie viel Zeit geht denn jetzt drauf, um diesen Befehl auszuführen und dann jenen Befehl auszuführen? Wir zählen also die Anzahl Befehle, die ausgeführt werden, die in diesem Spec-In-Programm hier unten stehen, Sie, Spice und Espresso und noch so ein paar andere Programme. Wir zählen mal die Instruktionen, die da durchlaufen werden und wie viele Takte Sie denn jeweils brauchen. Das Taktezählen bei der DLX ist einfach, / MIPS, denn pro Befehl wird ein Zyklus gebraucht. So ist das Ding konstruiert. Außer wenn man ins Memory geht. Bei der WAX ist das unterschiedlich, mal so viel, mal so viel, mal so viel. Hier unten steht, wie viel, was die WAX pro Clock an Anzahl Instruktionen ausführt. Und Sie sehen, hier braucht sie mal so ungefähr 5 Takte im Mittel für eine Instruktion und hier sogar noch mehr. Sie sehen hier die Anzahl ausgeführte also Instruktionen pro Zyklus ausgeführt. Und jetzt stellen die diese Performance gegenüber. Die Performance ist also die Anzahl der Instruktionen, die ausgeführt werden, hier. Und hier ist das Interessante, also das hier ist natürlich auch noch ein Input für diese Formel hier, Anzahl Instruktionen, die da vorkommen. Und dann haben wir hier, das hier ist die Performance im Verhältnis, also die MIPS im Verhältnis zu so einer WAX. Die WAX führt zwar weniger Instruktionen, hat zwar komplexere Instruktionen, erledigt mehr mit einer Instruktion. Zum Beispiel kann sie eben addieren in einem Befehl und im schlechtesten Falle muss die MIPS erst den einen Operanden holen, dann den anderen Operanden holen, dann addieren und dann wegschreiben. Also manchmal braucht die auch 4 Instruktionen für das, was die WAX in einem Instruktion erledigt. Aber das Interessante, was dann rauskommt, ist, dass sie zum Beispiel hier bei dem Spice bei derselben Taktzahl doppelt so schnell ist. Und hier auch ungefähr doppelt so schnell. Es geht sogar hier auf 4 hoch. Einfach deshalb, weil sie dieses stringente Konzept hat, dass in der Pipeline mit jedem Takt von der Pipeline eine Instruktion fertig wird, mit jedem Zyklus. Wohingegen die WAX eben nicht so viele unter einer Instruktion pro Zyklus fertig bekommt. Also mehr Clocks pro Instruktion braucht. Und jetzt, natürlich, weil die MIPS so konstruiert, dass sie schneller wird als die WAX, aber eben durch Vereinfachung schneller wird. Auch wenn man mehr Instruktionen ausführen muss. Und dieses Konzept, das nennt man RISC, den Begriff RISC, ich habe ihn gleich auch nochmal ausbuchstabiert, der ist vom David Patterson. Es gab dann 2 solche Hochschul-RISC-Projekte ganz am Anfang, eins da eben in Berkeley von Patterson und eins in Stanford, 50 Kilometer weit weg oder so, oder vielleicht auch nur 30 Kilometer weit weg in Berkeley, Stanford, Berkeley. Klassisch der Vorgänger und irgendwie auch noch in gewissem Sinne der Nachfolger, das sind die CISC-Architekturen. Complex Instruction Set Computer, der Begriff ist auch zum ersten Mal bei Patterson aufgetaucht. Jeder Befehl hat eine individuelle Instruktionslänge, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, sowohl Platz im Speicher als auch Takte pro Instruktion, die gebraucht werden, oder Zyklen pro Instruktion. Vielleicht sogar datenabhängig unterschiedlich, das ist ja noch ganz mistig, wenn Sie in der Instruktion nicht ansehen, wie lange sie braucht und je nachdem, was die für, mit welchen Daten die da arbeitet, ist die Instruktion länger oder kürzer. Sowas hat es natürlich auch noch. Und die Dekodierung ist in der Regel aufwendiger bei diesen. Ich meine, die Dekodierung hier
Sie sehen es ja, die ist ganz einfach. Wir gucken die ersten 6 Bit an und dann wissen wir, was für ein Befehl ist. Das hier hinten, das können wir einfach nur noch in die ALU reinstecken. Die muss dann sich um diese 11 Bit hier kümmern. Aber 6 Bit und die Architektur, die Pipeline weiß, welcher Befehl. Und bei der WAX im Gegensatz sehen Sie ja, da muss man auch noch hier reingucken, um wissen, welche Adressierungsart benutzt werden soll und so weiter. Also es ist schon viel, viel komplizierter. Und man weiß, wenn man diese ersten Bytes hier hat, so grob, welcher Befehl es sein könnte, aber die Feinauswahl kommt dann erst hier, hier und hier. Aber dafür sollten diese Befehle auch viel Funktionalität haben bezüglich der Anzahl Operanden und dem Ranschaffen. Also wenn die Addition, wenn Sie so eine Addition bei der Intel-Architektur benutzen, dann steht der eine Operand vielleicht noch im Speicher und Sie müssen ihn holen und der andere steht in einem Register und das Ergebnis landet vielleicht auch wieder im Speicher. Und je nachdem, ob das Zeug nur schon im Cache liegt oder noch nicht, braucht der Befehl dann auch unterschiedlich lang. Oder kompliziertere Befehle, die einfach mehr machen. Das Multiply Accumulate gehört hier eigentlich auch schon rein. Lange Zeit haben die Informatiker geglaubt, dass schlauere Instruktionen besser sind für die Compiler. Da kamen dann so Programmiersprachenkonstrukte raus, besondere Schleifenbefehle, dass man einen Befehl runterzählen und springen kann. Decrement and Branch oder auch nicht. Bei einer RISC-Maschine, bei der DLX bräuchte man auf jeden Fall 2 Instruktionen. Subtrahieren, dann werden die Flags gesetzt und dann der Branch. Oder Funktionsaufrufbefehle mit hinten dran der Bitmaske, welche Register gerettet werden sollen. Hinten dran vielleicht noch 16 Bit und für jedes Register, was zu retten ist, von den 16 Stück, ist ein Bit gesetzt und die anderen sind auf 0. Oder Befehle, um die Case-Instruktionen dahin zu kriegen. Auf einfache Art und Weise. Ja, das ist die Sache mit der semantischen Lücke, die wir besprochen haben. Wenn wir den Instruktionssatz relativ geschickt machen, wird die semantische Lücke kleiner und dann hat eben der Befehl mehr Funktionalität. Sowas hier zum Beispiel. Die Registerrechte-Rettung beim Funktionsaufrufbefehl. Dummerweise hat dann dieser Funktionsaufrufbefehl braucht immer gleich lang. Naja, nicht gleich lang, aber er kümmert sich immer noch ums Registerretten. Wohingegen der Compiler entscheidet bei so einer RISC-Architektur, ob da Register gerettet werden müssen oder nicht. Und der weiß, na, bei der Funktion müssen keine Register gerettet werden. Also das ist schon auch nützlich. Wenn man das hat, beziehungsweise wenn man es nicht hat, hat beides so seine Vorteile. Die WAX, die wird auch gerne als die ultimative CISC bezeichnet. Eine 32-Bit-Architektur, 32-Bit-Bus, als die rauskam, haben alle sich gedacht, wow, das ist jetzt endlich mal eine anständige Rechnerarchitektur, bei denen der Computer, der hinterher herauskommt, keine 10 Millionen Euro kostet oder Dollar, D-Mark kostet. Also einen anständigen Computer für den Rest. Ich meine, was damals so an Computern für 8.000, 9.000 D-Mark rum lief, das war ja eher einfach und limitiert. Die WAX war schon eine tolle Architektur. Damals, als ich mir das angeschaut habe, habe ich mir auch gedacht, also irgendwie, ich muss jetzt irgendwie so einen Rechner haben. Und ich kann mich erinnern, in einem Sonderforschungsbereich in Augsburg, der da aufgemacht wurde, da sind die auch als erstes los und haben für 60.000, 70.000 D-Mark eine Micro-WAX gekauft. Und dann sind wir da alle hin und haben das Ding entsprechend bewundert und gestreichelt. Ja, war immer noch ein bisschen viel, so 70.000 Mark. Aber eine ganz andere Größenrechnung als eine Million oder so. Also insofern war das schon was Besonderes. Da gab es dann ganz interessante Befehle, den Call mit dem Register retten oder diese Index-Instruktion. Aber bei der Index-Instruktion hat sich jetzt auch gerade gezeigt,
dass das mit diesen Instruktionen, die so viel können, auch böse nach hinten losgehen kann. Die war so implementiert, diese Indexinstruktion, dass wenn man sie mit anderen Werksbefehlen emuliert hat, also zwei, drei andere Befehle hingeschrieben hat, dass es dann 45% schneller lief, das Ding. Also die Compiler haben dann auch gleich freiwillig auf diese Indexinstruktion verzichtet und es anders gemacht, weil das eben dann schneller war. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sich denkt, naja, da war vielleicht einer ein bisschen trottelig beim Implementieren, aber andererseits, vielleicht ist es eben doch geschickter, wenn die Funktionen nicht so komplex werden. Diese Firma Digital Equipment Corporation, DEC, auch Digital genannt, die hat kurz danach auch noch diese Microvax-Architektur zur Verfügung gestellt. Das war diese Vax auf drei einzelnen Chips. Vorher war die Vax noch komplexer aufgebaut, mehrere Chips. Die haben dann nur einen Subset der Instruktionen ausgeführt und den Rest emuliert. Das war übrigens auch eine wichtige Erkenntnis. Man kann schneller Computer bauen und einen Teil der Instruktionen emulieren. Vorher hat man geglaubt, das geht ja gar nicht so richtig. Man emulieren muss ja immer langsamer sein. Wenn man irgendwie eine Instruktion anschaut und sich dann überlegt, was muss ich jetzt machen, dann muss das doch zwangsläufig irrelang dauern. Da gibt es aber Tricks und das ist gar nicht unbedingt der Fall. Der Nachfolger davon war dieser Alpha-Prozessor von Digital Equipment, der das Web der ersten Generation betrieben hat. Also wenn man 1998, 99 einen dicken Webserver aufsetzen wollte mit vielen tausend Anfragen pro Sekunde, dann hat man sich so einen Alpha-Prozessor gekauft. Der hatte aber auch für damalige Verhältnisse ganz ungeheuer hohe thermische Anforderungen. Der brauchte dicke Kühler, auch ohne Übertaktung, ganz dicke Kühler und sowas. Das war schon irgendwie ein interessanter Chip. Das war dann aber auch ein RISC-Chip. Einer der bekanntesten CISC-Prozessoren, den man sich auch irgendwie leisten konnte, war dieser Motorola 68000. Hier steht 68.0x0. Hier gab es verschiedene Nummern. Das ging erst mit 0 los. Und dann ging es mit einer 2 weiter. Und irgendwann gab es da auch noch eine 4 da drin. Das Interessante an dieser Maschine war, dass es innen drin eine 32-Bit-Architektur war, auch einen 32-Bit-linearen Speicher hatte, Adressraum hatte und die hatte 16 Register, a 32-Bit. Und ein sehr orthogonaler Befehlssatz mit so Move-Instruktionen, also sie konnten Speicher, Speicher und Speicherregister und Register, Register moven, bewegen und sie haben es einfach nur hingeschrieben. In der Spezifikation von wo nach wo das gehen soll. Hat viele Adressmodi unterstützt, allerdings nach außen in der ersten Version nur 24 Bit rausgezogen, Bit-Adressen rausgezogen, man konnte also nur 8 Megabyte adressieren. Und das war der Prozessor für die ersten Macs. Der Rechner ist auch noch in vielen anderen, also dieser Prozessor ist noch in vielen anderen Computern aufgetaucht. Damit sind auch jede Menge Unix-Rechner aufgebaut worden und Linux-Rechner. Also das ist die Konkurrenzveranstaltung zu der Intel-Architektur. Und für den Programmierer, insbesondere auch den Assembler-Programmierer, viel angenehmer als in Intel zu programmieren. Ich habe bei beiden Assembler-Programme geschrieben, bei dem 68000er sogar richtig viel, beim Intel nur viel, also vielleicht 3:1 oder 4:1. Und naja, hierfür Assembler zu programmieren, das ist schon, ja, es geht fast so wie C-Programmieren. Die Notation ist ein bisschen anders, aber so sehr unterscheidet sich das gar nicht. Gab auch noch eine abgespeckte Version, nur mit 8-Bit externen Datenbus statt 16-Bit externen Datenbus. Der hieß dann 68008. Auf dem Bus Adressen und Daten gemultiplext, aber wie wir später mal sehen werden, so ist das RAM ohnehin aufgebaut, das ist keine Einschränkung. Beim 68020er
gab es dann schon die 32-Bit extern. Man konnte also 4 Gigabyte adressieren. Man konnte sich das zwar noch nicht leisten, 4 Gigabyte, aber man konnte es mindestens adressieren, mehr als 8 Megabyte. Der hat innen drin eine dreistufige Pipeline. Was eine Pipeline ist, müssen wir auch noch diskutieren in der Vorlesung, das wird da morgen passieren. Und einen kleinen Cache. Aus diesen Dingern, da wurden wieder ein paar 68.000er, 68.020, 68.040 Befehle rausgenommen und die hießen dann irgendwie Coldfire und sonstige interessante Namen und da sind dann auch Stromsparversionen draus geworden für den Embedded-Bereich, also Fernsteuerungen für Assistenzsysteme im Auto, Mobiltelefone. Also es ist aus dieser Architektur dann noch gemacht worden und man konnte dann auch ja, diesen Prozessorkern, der 68.000er Prozessorkern, kann man übrigens immer noch mit RAM drauf und ein bisschen ROM drauf, so als ein Chip oder System on a Chip Computer kaufen und auf, ja, damit auf billige Weise Waschmaschinen und sowas bauen. Ist auch immer noch so erhältlich. Da geht man dann eben zu dem Hersteller hin. Es ist jetzt nicht mehr Motorola, das ist weitergegeben worden an. Ja, das ist so eine Ausgründung, die haben jetzt einen anderen Namen. Ich glaube, ich habe es gerade mal wieder vergessen. Den Namen. Da geht man hin und sagt: Ich möchte einen Coldfire hier haben, so einen 68.000er. Der soll 2 serielle Interfaces haben und ein Ethernet-Interface und einmal USB. Und ich möchte, dass er 16 Megabyte RAM hat und 16 Megabyte ROM noch drauf oder vielleicht 8 Megabyte ROM und das alles bitte zusammen und dann nennen die einem einen Preis für das ganze Ding und dann sagt man, ja, okay, davon nehme ich jetzt eine 500.000 Stück und baut seine Geräte, die man bauen will, seine Waschmaschinen oder seinen Fernseher. Also das ist dann dieser Bereich, das ist immer noch ein großer Bereich der Computerindustrie, so embedded, auch für Autos ist das beliebt, so einen Prozessor zu nehmen und fertig konfigurieren zu lassen. Die Intel-Architektur, oh, da fehlen mir jetzt, glaube ich, hier vorne noch diese schwarzen kleinen Pünktchen, ohne ist es aber auch nicht so viel schlechter. Bei der Intel-Architektur, na, das ist ja die gewachsene Architektur überhaupt. Wenn ich da eine Zahl hinschreiben wollte, ich glaube, ich war 1977 oder 1978 in München auf einer Messe der Elektronika und da konnte man zum ersten Mal, oder was, 76 im Herbst, da konnte ich zum ersten Mal so einen 8086 Prozessor angucken. Und die Dinger laufen immer noch in unseren PCs drin. Da hinten, die beiden, die da stehen, sind auch 8086 angetrieben. Das ist eine alte Architektur, aber da steckt sogar noch was Älteres drin. Eigentlich basiert das auf diesen ersten Intel-Prozessoren. Der 4004 ist der Prozessor, den Intel mal für eine japanische Firma, da war Intel noch ganz klein, hat eigentlich im Wesentlichen Speicher gebaut. Frühe 70er Jahre. Und da haben sie diesen 4004 gebaut für eine japanische Firma, die daraus einen Taschenrechner bauen wollte. Das Projekt ist in die Hose gegangen, hat zu lange gedauert, die Japaner sind ausgestiegen, Intel hatte immer noch diesen 4004 rumliegen und da haben die angefangen, den selber zu verkaufen. Und zwar schon damals für Anwendungen in Autos drin. Da geht es gerade ums ABS. Dann gab es den 8008 Prozessor und den 8080 Prozessor. Ein Freund von mir, der ist ein bisschen älter als ich, der hat kurz nach dem Studium für Intel die Firma Bosch unterstützt beim ABS-Bauen und andere Fahrassistenzsysteme. Mit diesen Prozessoren. Aus denen wurden dann inspiriert von denen der 8086. Dieser 8086 hatte wie damals üblich, wie solche Prozessoren üblich, 4 Register. Gar nicht viel. Bei uns erscheint das heutzutage als extrem schäbig.
4 solche Registerchen. Und es ist eine insofern komplizierte Architektur, weil das nicht durchdesignt ist, der Befehlssatz, sondern weil sich da wirklich jemand überlegt hat, ob wir brauchen einen Addierbefehl, wir brauchen einen Move-Befehl, wir brauchen diesen und jenen. Und naja, dann war die erste Generation fertig. Hier unten steht so die Geschichte. Die erste Generation fertig und bei der zweiten Generation, na, machen wir noch den Befehl, noch den Befehl, noch den Befehl dazu. Das ist also sowas richtig Gewachsenes, ne? Das stellt wie so ein Haus und irgendjemand sagt, da brauchen wir jetzt aber durch die Wand noch eine Tür und da wäre ein Fenster schön und jetzt machen wir da noch einen Anbau und 100 Jahre später sieht das Haus ganz anders aus. Und die Speichertreppe geht außen lang. Dieser Intel-Prozessor, der wurde plötzlich in Stückzahlen verkauft, als IBM die Konkurrenzveranstaltung zum Apple II machen wollte, nämlich den IBM PC. Und zwar als 8088er. Der 8088 ist ein Prozessor, der hat 8-Bit-Datenbus und 16-Bit-Adressbus. Mit 16-Bit-Adressen kann man nur 64 Kilobyte adressieren. Das war damals schon ein bisschen schäbig. Deshalb gibt es hier diesen Mechanismus, dass es noch solche Basisregister gibt. Also wir haben eine Adresse, die steht entweder in einem Register drin oder als Immediate in einem Befehl. Und das wird dann noch zu einem 16-Bit-Basisregister dazu addiert. Das 16-Bit-Basisregister ist aber 4-Bit nach links verschoben. Und diese 4-Bit nach links Verschiebung bedeutet, dass wir insgesamt 20-Bit Adressen haben. Und damit kann man schon einen Megabyte adressieren. Und so hat dann dieser 8088 auch ausgesehen und der IBM PC, den es dazu gab. Bei dem IBM PC XT gab es dann einen Prozessor, der hatte 16 Datenbit da draußen und dann gab es hier größere Versionen, das ist der AT. Der hat noch ein paar mehr Datenbit rausgezogen und der hat 16-Bit Daten rausgezogen, aber intern ein paar Verbesserungen und so weiter. Dann gibt es hier schneller 386er, 486er in die Pentiums. Und hier kommt eine neue Architektur von Intel in den Pentium Pro und so weiter. Da gibt es einen RISC-Kern innen drin und man nehme die alten Instruktionen und übersetze die so dynamisch, je nachdem wie sie reinkommen, in die RISC-Instruktionen hier innen drin. Diese RISC-Instruktionen, die kennt man gar nicht sozusagen, die kann der Compiler auch nicht erzeugen, denn das geschieht dynamisch. Jedes Mal, wenn so ein Befehl hier reinkommt, wird er in 1, 2, 3 Befehle von dem hier übersetzt und dann kann weitergerechnet werden. Können die gerechnet werden. Die Pipeline, was eine Pipeline ist, eben wie gesagt nächste Stunde, die wurde dann mit der Zeit immer länger bei diesen Prozessoren, bis die 14 und mehr Stufen hatte. Das hat auch damit zu tun, dass die von 95 bis 2005 Prozessoren verkauft, also neue Computer verkauft wurden, indem man den Leuten sagte, der ist jetzt noch 100 MHz schneller. Man da hat ja auch dann der Discounter mitgemacht und wir haben einen, der 100 MHz schneller ist als der Lidl oder sowas. Und auf die Weise, die Kunden haben gedacht, mehr ist besser und dann sind sie eben in die anderen gegangen, auch wenn die Pipeline dann schon wieder noch ein bisschen länger war. Extrem lange Pipeline, damit kann man zwar die Taktzahlen zunächst vordergründig hochdrängen, wir werden noch sehen, dann später noch, wie die Idee dahinter eigentlich ist, wie sehen, warum das so funktioniert. Man kann die Taktzahlen hochdrehen, aber deshalb wird es dann nicht unbedingt schneller, das Rechnen, weil nämlich das Pipeline-Risiko steigt, weil wir ja häufig gar nicht genügend Befehle haben, die wir schon mal vorschauend in die Pipeline reinstecken können. Denn wenn ein Sprung drin ist, dann geht das Pipeline-Design ja gerade nicht. Aber das müssen wir später noch besprechen. Und natürlich war es beim 8086 immer noch so, dass Befehle unterschiedlich viele Takte brauchen. Nicht die hier drin, aber die hier draußen. Ich habe hier noch so eine Folie mit den vielen Registern, die der 8086 so hat. Heutzutage, also ich habe hier 80x86 geschrieben. Klassisch
das 16-Bit AX, CX, DX und BX. Und wer jemals damit programmiert hat, weiß, dass 4 Register schon höllisch wenig sind. Da muss man schon immer mal wieder eins in den Speicher rausschreiben oder wieder eins holen. Aber das kostet natürlich Zeit, der Register Spill. Die haben eigentlich auch noch implizit eine Bedeutung. Da gibt es zum Beispiel hier dieses Count Register und manche Befehle wirken sich darauf aus. Und wenn man dieses manche Befehle benutzt, dann ist hinterher dieses Register 1 raufgezählt oder so. Das hier ist das zweite Datenregister und das hier ist noch so Base Address Register, das BX. Aber viele Compiler benutzen das hier einfach unter Einschränkung, dass man nicht alle Befehle benutzen kann, als General Purpose Register. Und dann gibt es hier noch so Basisregister, den Stack Pointer und den Base Pointer und den Source Index und Destination Index. Das braucht man, wenn man Strings transportieren will, braucht man diese beiden. Und dann gibt es hier noch diese 4-Segment-Register. Die 4-Segment-Register, das ist das, was hierzu passt. Wenn Sie also eine Adresse angeben, bei einem Move-Befehl, dann nimmt er das Data-Segment als Basisregister, 4-Bit nach links geschiftet, und dann die Adresse vom Register indirekt adressieren da drauf. Sie können also, wenn Sie das hier nicht verändern wollen, mit 65 Kilobyte arbeiten, Adressraum. Wenn Sie das hier verändern, dann benutzen Sie sozusagen eine andere Page, eine andere Seite. Das Stack-Segment passt hier zu dem Stack-Pointer, das Code-Segment passt zum PC, zum Instruction-Pointer. Also im Wesentlichen besteht Ihr Programm aus 64 Kilobyte. Außer Sie wollen, Sie ändern das Code-Segment, dann benutzen Sie einen anderen Teil des Programmspeichers für Ihr Programm in diesem alten Modus. Und dann gab es noch Flags. Bei den späteren, ich glaube so ab 386 oder 486, gab es dann hier 32-Bit-Register, EAX, ECX und so weiter, die dann auch als General-Purpose-Register funktioniert haben. Diese Segmente sind dann uninteressant geworden. Es gab dann zwar noch so ein paar andere Segment-Pointer, die man für was anderes benutzen kann, aber das Wichtigste waren eben dann diese 8 General-Purpose-Register. Damit kann man schon irgendwie halbwegs vernünftig arbeiten. Das ist aber eine kompatible Erweiterung. Also man kann auch diese Prozessoren noch im 16-Bit-Modus betreiben oder eben im 32-Bit-Modus betreiben. Und wenn Sie booten, geht es, glaube ich, noch am 16-Bit-Modus und später dann in den 32-Bit-Modus. Das Instruktionsformat, ja, hier, das ist die entscheidende Zeichnung dazu. Der Opcode steht hier. Vorne dran gibt es aber auch noch Zeug. Da gibt es zum Beispiel einen Zähler, wie häufig die Instruktion Opcode ausgeführt werden soll. Das steckt dann in einem Befehl drin. Sie sagen, ich möchte das 512 Mal aus... Nein, nicht 512 Mal. Das sind ja nur 8 Bit. Ich möchte das 128 Mal ausgeführt haben. Und dann macht er diese Instruktion 128 Mal hintereinander. Zum Beispiel kopieren bei Strings kann man auf diese Weise machen. Sie wissen, beide Strings sind 64 Byte lang. Also stecken wir hier irgendeine Move-Instruktion rein. Von da nach da. Hier Index... Register spezifizieren und dann hier die vielleicht noch ein Displacement. Auf jeden Fall hier die Register spezifizieren, wo das herkommen soll. Und dann macht er das 64 Mal, dann ist der String bewegt mit einer einzigen Instruktion. Aber wir brauchen natürlich trotzdem viele, viele Takte dafür. Ach, was das Log macht, weiß ich gar nicht. Segment Override, wenn der Befehl nicht aufs Datenregister funktionieren soll, sondern nicht auf einem Datensegment funktionieren soll, sondern in einem anderen Segment funktionieren soll. Dann gibt es noch Address Override und Size Override, den Opcode, eine Opcode-Erweiterung. Hier die Registerspezifikation hier drin, von welchem Register nach welchem, ob das Speicher, das RM heißt, ob es aus dem Speicher sein soll oder in den Speicher sein soll, oder aus dem Register oder in den Register hinein. Also welcher Operand aus dem Speicher und aus dem Register kommen soll.
Und dann gibt es hier Displacements, 8-Bit, 16-Bit, 24-Bit und 32-Bit Displacements und Immediate 8, 16, 32, 24, 32. Jetzt zählen wir mal nach. 4, 8, 10, 12, 14, 17 Byte können solche Befehle unter Umständen lang werden. Also es ist schon ein schönes Durcheinander. Befehlstypen, so das Übliche, den Jump, Jump Not Zero, Jump Zero, Call, Return, das hier, das F heißt Far. Der normale Sprung hat einen Offset von 16-Bit. Wenn man Far springen will, dann kann man einen 20-Bit-Offset springen. Wenn Sie da Assembler programmieren wollen, dann muss man sich kümmern, gell? Ja. Die Loop-Instruktion, da benutzt man das CX-Register. Das setzt man vorher zum Beispiel auf 1024 und dann rechnet er jedes Mal, wenn er das ausführt, das hier eins runter. Und dann hört er irgendwann auf, wenn das auf 0 runtergezählt ist, das CX-Register. Jump Not Zero mit dem 8-Bit-Displacement, das macht man ja häufig gerade in Schleifen drin, immer eins runterzählen und wenn es 0 ist, nicht springen. Wenn es also größer als 0 ist. Der Datentransfer, Register, Register oder Register, Speicher. Speicher, Speicher geht gerade nicht. Das ist aber irgendwie dann auch nicht mehr schlimm. Push und Pop, weil es ja diesen Stack gibt, die Arithmetik, so wie man sich's gewöhnt ist. Dann diese String-Operationen, über die ich noch gesprochen habe, Move String und so weiter. Und dann gab es auch noch natürlich, oder gibt es Floating Point. Dieser Instruktionssatz, den gibt es immer noch. Und die Dinger da hinten, die benutzen den auch. Praktisch ohne Erweiterung. Es gibt ein paar kleine Erweiterungen und so weiter. Naja, die Erweiterung, dass es 32-Bit ist und dass es 64-Bit breit ist, eine 64-Bit-Architektur daraus gemacht. Aber da stehen immer noch, wenn Sie die angucken, ein Add, ein Sub und ein Move und ein Call und so weiter. Wenn der Call Far und Return Far, das hat natürlich seine Semantik geändert, wenn man diese Offset-Register losgeworden ist. Hier an dieser Stelle mache ich noch einen kleinen Einschub, für den ich hier keine Folien habe, die habe ich tatsächlich rausgenommen. Vor, 20 Jahre hier, egal. Ich habe gesagt, die Macs, die hatten den 68000er Prozessor. Irgendwann hat Apple sich überlegt, dass sie zu einer neuen Architektur migrieren müssen, zu den Power-PCs. Und dann haben sie neue Rechner rausgebracht. Und diese neuen Rechner, die waren insofern interessant, weil da jetzt Power-PC-Prozessoren drin waren. Der 68040-Prozessor, der vorher drin war, der lief zu dem Zeitpunkt so ungefähr mit 40 MHz. Und dann gab es Power-PC-Prozessoren, RISC-Prozessoren, da lief der erste, glaube ich, mit 66 MHz. Und die alten Programme sollten aber weiterlaufen. Und deshalb hat Apple so einen Emulator geschrieben. Und als diese neuen Maschinen rauskamen, irgendwie hat ja kaum einer geglaubt, dass es mit diesem Emulator anständig sein könnte, dass man die alte Software laufen lassen kann und dass die noch brauchbar läuft, schnell genug läuft. Aber das Interessante war, altes Programm, Word, Excel oder sonst was, installiert auf dem neuen Rechner, angeworfen und es lief sogar schneller als auf dem 40 MHz auf dem alten. Warum? Weil der Emulator so gut war. Der Emulator hat nämlich nicht nur die Instruktionen, bei denen er vorbeigekommen ist, interpretiert und ausgeführt, also aus einer alten Instruktion macht zwei, drei neue. Vielleicht findet sich auch mal nur eine Instruktion neu, die man benutzen kann, sondern hat es das auch noch gemerkt. Und beim nächsten Mal, wenn man da vorbeigekommen ist, bei dieser Adresse, hat er gar nicht mehr neu interpretiert, sondern das, was er schon interpretiert hatte, früher wieder ausgeführt. Und dann ist es tatsächlich sogar schneller geworden und dann kam noch jemand ganz, ganz schlauer, der hat sein Programm Speed Doubler genannt. Die haben dann das auch noch optimiert. Also den einmal übersetzten Code
noch optimiert, damit man sie nicht zum Beispiel ein Register rausschafft und gleich wieder reinlädt oder sowas. Ein paar Optimierungen durchgeführt und dann lief wirklich das 68.000 Programm schneller als auf so einem 68.000 ab. Auf einem Rechner, der nur ein bisschen schneller von der Taktzahl her war. Ja, auf einem RISC-Rechner. Und das war ein super interessantes Projekt. Die Apples haben das nochmal durchgezogen bei der Migration von PowerPC auf die Intels vor ungefähr 10 Jahren. Und wieder hat es so gut funktioniert und wieder sind die Computer nicht langsamer geworden, sondern ab Werk schneller. Weil der Interpreter so gut war. Ne, vor 2 Jahren oder so ähnlich ist der Interpreter aus dem Betriebssystem rausgeflogen. Jetzt kann man nur noch Intel-Architektur-Befehle da laufen lassen. Ich habe gesagt, also es war ein ganz interessantes Projekt und andere Projekte haben auch versucht, die Intel-Architektur zu emulieren. IBM hat das gemacht und es gab auch mal einen Prozessor, den Transmeter, der das gemacht hat. Es gibt ganz interessante Veröffentlichungen zu dem Thema Emulieren und Optimieren von einem Befehlssatz auf anderen und das funktioniert erstaunlich gut. Jetzt möchte ich dieses Stichwort RISC aufgreifen. Angefangen hat das eigentlich mit einem Projekt bei IBM, noch in den 70er Jahren, das hat der John Carkey durchgeführt. Und da ist diese IBM 801 rausgekommen. Das war ein Computer, ich würde mal sagen, der war ungefähr so groß wie hier dieses Pult. Unten drunter voll Digitalelektronik, mit so einer reinen Load-Store-Architektur. Also, wir wollen keinen Addierbefehl schreiben, der den einen Operanden aus dem Speicher holt und dann den anderen Operanden aus dem Speicher holt, sondern wir schreiben einen Addierbefehl, der geht nur mit Registern. Begründet geworden, der Ausdruck RISC, Reduced Instruction Set Computer, ist er geworden durch ein Paper, was der David Patterson 1980 veröffentlicht hat. A Case for the Reduced Instruction Set Computer. Rahmen, pro Takt oder pro Zyklus wird ein Befehl ausgeführt in der Pipeline. Weil das nicht mit jeder Sorte von Befehl geht, müssen wir die Befehle, mit denen es nicht geht, rausschmeißen. Eine Load-Store-Architektur. In jedem Pipeline-Takt wird eine Instruktion fertig. Aber in der Pipeline stecken natürlich mehrere Instruktionen drin. Wenn Sie die Instruktion reinstecken, bis sie rauskommt aus der Pipeline, sind ein paar Takte, ein paar Zyklen vergangen. Und wo das herkam, ist eben das, was ich die letzte Stunde und diese Stunde versucht habe zu erklären. Make the common case fast. Also wir kümmern uns um die Befehle, die häufig ausgeführt werden in typischen Programmen und die anderen Befehle ersetzen durch mehrere. Aber wie man auch bei den Emulatoren sieht, 80.000 zu PowerPC und PowerPC zu Intel, das muss gar nicht so viel Leistung kosten, wie man am Anfang naiv glaubt. Und meistens erzeugen die Compiler diese komischen Befehle, die so lange auszuführen sind, doch nicht, weil sie sich denken, wir ersetzen das selber mal durch einfachere. Also ein Befehl, ein Zyklus. Na, der Begriff Takt stimmt nicht ganz, ein Zyklus besteht eventuell aus 2 oder 4 Takten. Aber pipelinisiert. Das Schöne ist, dass diese Rechner einfach zu konstruieren sind. Und tatsächlich hat der Patterson mit ein paar Masterstudenten in Berkeley so eine Architektur konstruiert. So einen Rechner konstruiert. Diese RISC-Rechner. Damals gab es in Amerika so ein Projekt, wenn man in der Hochschule war, oder ein Forschungsinstitut, da konnte man einen Antrag an so eine Art Firma schreiben, die die US-Regierung finanziert hat und die haben einem Chips gemacht, nach den Plänen, die man anliefern musste. Man musste also Masken selber fabrizieren, die musste man auf so einem großen Plotter ausdrucken und dann haben die da drauf, die musste man dann hinschicken und ein paar Monate später kam eine Schachtel, der Postbote mit einer Schachtel von Chips zurück. Fertig zusammengebaut. Das heißt, man als Uni konnte man so einen Rechner konstruieren, das hat er auch gemacht. Und dann die Pläne dahin geschickt und dann kamen die Prozessoren zurück
Und das haben die dann in Boards reingebaut, die die selber konstruiert hatten. Und siehe da, sie haben den Rechner von ganz unten aufgebaut gehabt. Ja, man, wenn wir damals einen Antrag geschrieben hätten, wir möchten die MIMA bitte auf Silizium haben, dann hätten sie es wahrscheinlich ausgelacht, aber theoretisch wäre das dieser Ansatz. Ja. Patterson hat mit seinen Leuten so einen ganz einfachen RISC-Rechner gebaut. Registerbänke sind einfach zu bauen. Ne? Sie konstruieren ein Flip-Flop, packen 32 nebeneinander mit aller Taktlogik und sonst was und kopieren das 32 Mal und schon haben Sie die Registerbank. Jetzt brauchen Sie noch irgendwie Ansteuerung, so einen Demultiplexer, der einen von den 32 aussuchen kann. Also, wir machen es mal wirklich in dem Sinne. Ja? Eine Alu bauen, na, man nimmt eben einen Addierer und baut mal einen. Eine Alu, Multiplexer bauen und Cache. Caches sind aber auch wieder reguläre Strukturen. Wenig Verwaltung, leicht die Migration auf neue Verfahren, da muss man die Konstruktionspläne ja, vielleicht noch ein bisschen umbauen, die Zellen anders aufbauen, aber dann kann man es nochmal schicken und dann hat man einen neuen Rechner auf einer schnelleren Implementierungstechnik. Dieser RISC 1 und 2, ich hatte früher hier noch so ein Bild, aber ich weiß nicht, wie das mit den Rechten bei dem Bild ist. Und da das jetzt ja aufgezeichnet wird und mit YouTube im Internet steht und sonst noch anderweitig im Internet steht, habe ich dieses Bild da, von dem ich die Rechte eben nicht habe rauslassen müssen. Dieser RISC 2, den Patterson und seine Leute 1983 implementiert haben und sich Chips haben machen lassen, der hatte ungefähr 40.000 Transistoren in einer 3 Micron NMOS-Technik aufgebaut, 60 Quadratmillimeter groß, lief mit einem 3 MHz-Takt. Da draußen ist dann später diese Spark-Architektur von den Sounds geworden. Das war sozusagen die intellektuelle Basis, formulieren wir es mal so. Und gleichzeitig auf der anderen Seite von San Francisco hat in Stanford der John Hennessy sowas gebaut. MIPS heißt Microprocessor Without Interlocking Pipeline Stages. Der hat dann noch eine Firma gegründet, die ist dann in Silicon Graphics verkauft worden. Mittlerweile ist aber, glaube ich, das MIPS wieder da irgendwie ausgegliedert. Die bauen immer noch diese Prozessoren. Ein Bekannter von mir hat da auch mal, war mal Geschäftsführer von MIPS in Deutschland und hat diese Prozessoren hier vertrieben. Der R2000, das war dann ein voller 32-Bit-Prozessor. Hier unten die Kennzahlen, ne, 32-Bit-Adressraum, 32-Bit-Register, Instruktionen 32-Bit lang. Das R0 ist ein Sonderfall auf 0 verdrahtet, dann 31 wirklich benutzbare Register und hier 32-Bit-Floating-Point-Register, die man auch als 16-Bit-Doubles benutzen kann. Bei der MIPS 4 gab es dann auch noch indizierte Adressierung, Instruktionen für Daten, die nicht auf 32-Bit-Grenzen landen. Da braucht man noch so einen Spezialshifter, der das zurechtsortiert, dass man eben auch 8-Bit-Daten mit 8-Bit-Daten arbeiten kann, die nicht in einem ganzen Wort liegen, sondern die mittendrin liegen in einem Wort im Speicher. Eine Multiply-Accumulate-Instruktion, das hier, um verteilt programmieren zu können, dieses unteilbare Swap dient dazu, damit man einen Mutex implementieren kann. Und 64-Bit-Datentransfer-Arithmetik dann da drin. Aus diesen MIPS-Rechnern, die liefen zum Beispiel in diesen Silicon Graphics Workstations, als es die gab, die schnellsten, was es so gab, im Nintendo 64, in der ersten PlayStation, in der zweiten PlayStation drin, in ganz vielen Druckern, in vielen, vielen Routern, teilweise auch immer noch. Man kann da damit auch DVD-Player bauen und solche Sachen. Mittlerweile sind diese Prozessoren, damals waren die schon kostengünstig im Vergleich, heutzutage sind solche MIPS-Prozessoren sehr kostengünstig, dass man damit auch in Geräte einen MIPS-Prozessor einbauen kann, die dann auf der Ladentheke 100 Euro kosten. Das geht mit den x86-Prozessoren von Intel etwas schwieriger. Da muss das System schon ein paar hundert Euro kosten,
bevor sie es verkaufen können, weil der so teuer ist und die Infrastruktur drumherum so teuer ist. Ja, nächstes Mal machen wir dann hier noch kurz weiter mit den CISC-Prozessoren, um dann hier nächste Stunde, morgen Vormittag, über Pipelines zu sprechen. Ich habe den Begriff ja schon ein paar Mal benutzt. Jetzt müssen wir dann endgültig klären. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen um 11 wieder. Auf Wiedersehen.